zuerst, als die Meldeempfänger losgingen, war das Einsatzstichwort F2 Scheunenbrand. Kurze Sekunden später wurde das Stichwort erhöht auf einen größeren Brand, ausgedehnten Brand mit Menschenleben in Gefahr und dass mehrere Häuser in Brand stehen sollen. Da war an der Scheune leider nichts mehr zu retten. Das Wohnhaus war auch vom Brand beaufschlagt, war aber Gott sei Dank unbewohnt. Das nächste benachbarte Wohnhaus war nur leicht an der Giebelfassade vom Brand beaufschlagt. Und das konnten wir aber letztendlich vollständig schützen und retten. Es wurden soweit erstmal keine Menschen verletzt. In einem vom Brand beaufschlagten Gebäude befand sich noch eine Bewohnerin im Erdgeschoss, eine bettlägerige Bewohnerin. Die wurde während der Löscharbeiten versorgt und wird mittlerweile vom Rettungsdienst versorgt. Im selben Haus befanden sich auch 3 bis 4 Kleintiere, die wir auch vor den Flammen schützen konnten. Zusätzlich konnten wir noch einen Gastank, der neben der Scheune stand, schützen. Durch eine massive Riegelstellung und einen Brandangriff über 2 Drehleitern konnten wir den Gastank schützen, sodass diese keine Explosionsgefahr aufwies. Die Feuerwehr der Gemeinde Mücke hat einen Vollalarm ausgelöst. Das heißt, ja, und zusätzlich ist ein Löschzug der Feuerwehr Ulrich Stein aus der Nachbarkommune vor Ort sowie eine weitere 2. Drehleiter der Feuerwehr Homberg-Ohm, sodass inklusive Betreuungszug vom DRK ca. 150 bis 170 Einsatzkräfte hier vor Ort sind. Ich schätze mal, das letzte Ereignis dieser Art liegt schon 25 bis 30 Jahre zurück. Ich habe telefoniert und habe vom Fenster aus Rauchwolken gesehen und habe noch gedacht, na, was ist denn da los? Und dann bin ich raus und ja, habe sofort den Notruf gedrückt, die Sirene gedrückt und ja, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag sozusagen. Die Dame mit ihrer Pflegerin ist bei uns untergebracht, die Katzen sind auch bei uns untergebracht und ja. Und das Dorf, das muss ich mal sagen, also wenn Höckersdorf, wenn hier ein Notfall ist, sind schon ganz viele Sachen jetzt gekommen. Decken, Anziehsachen, Lebensmittel. Osthessen News. Sehen, was bewegt.